Bitte begrüßen Sie Senkrecht und Push. Hallo, es ist folgende Situation. Sehr verehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, heute hier bei Ihnen auftreten zu dürfen. Und ich kann gleich vorgreifen, wir haben was sehr Tolles vorbereitet heute. Ja, das stimmt, das ist was ganz Tolles. Ja. Vielleicht eins ganz kurz, bevor wir richtig anfangen. Es ist nur, falls zu Hause Kinder zu schauen, müsste ich bitte nur eine Warnung aussprechen für die Kinder zu Hause. In ungefähr 5 Minuten bitte gut die Ohren zu halten, weil ich sag wahrscheinlich einmal fuck it dann. Ja, genau. Ja, das kann schon sein, ja. Gut, wie auch immer, wir haben etwas vorbereitet. Und zwar, falls Sie in... Ja, Sie lachen, aber das ist jetzt wirklich ernst. Falls Sie in Ihrer Partnerschaft oder Beziehung auf Probleme stoßen, haben wir eine Möglichkeit, die Harmonie wiederherzustellen. Ja, genau, weil wir haben in unserer Paartherapie haben wir nämlich gelernt, besondere Übungen, also Anti-Eskalationsübungen. Und die beste davon wollen wir Ihnen heute gerne hier zeigen. Haben wir mitgebracht. Ja. Ist auch gleich die effizienteste, möchte ich mal sagen. Die ist super. Die heißt blind herumführen und die funktioniert folgendermaßen. Ach, Herr Pusch, nein, ganz kurz, das interessiert hier keinen Schwanz, wenn wir uns blind auf der Bühne rumführen. Ja? Das ist bayerisches Fernsehen, die sind Härteres gewohnt. Ja? Wir machen die gute, ja? Wir machen die mit dem Golfball, die ist gut. Die hat auch Unterhaltungswert. Aber die haben wir noch nie probiert. Ja, egal, aber die ist gut. Ja, genau, das ist ja auch wichtig. Na, nehmen Sie den Ball, der ist für Sie. Sie werden sehen, das ist eine ganz gute Anti-Eskalationsübung. Ja? Wenn Sie die einmal gemacht haben, Sie vertrauen danach jedem. Der Ball ist für Sie senkrecht. Ich bin doch nicht wahnsinnig und lasse mir hier auf der Bühne von Ihnen einen Golfball aus der Fresse schlagen. Der ist schon für Sie. Aber genau darum geht es doch in der Übung, oder? Sie sollen mir vertrauen, deswegen nehmen Sie den Ball. Ich glaube, so haben wir das erklärt. Okay, nein, ganz kurz, wir losen kurz aus. Ja? Schnick, schnack, schnuck. Okay, gut. Ein Moment. Wer verliert, nimmt den Ball? Genau, wer verliert, nimmt den Ball. Und los. Schnick, schnack, schnuck. Bzzzt. Bzzzt. Herr Senkrecht, was ist das? Laserschwert gewinnt alles. Genau, hier, bitte sehr, der Golfball für Sie. Jetzt wissen Sie weiter, oder? Naja, in den Mund nehmen. Genau, im Mund nehmen. Also Sie werden sehen, das ist eine gute Übung. Genau. So. Genau. Aber die Lippen schön spitz. Lippen spitz so. Ja, so. Genau. Genau. Der muss weit weg von. Genau, sogar. So. Genau. Möglichst weit weg. Genau. So ist gut. Okay. Moment. Und jetzt müssen Sie rausschlagen. Ja, genau. So. Okay, das ist sehr gut. So, genau. Sie müssen nur den oben im Mund lassen, genau, möglichst weit weg von der Nase, genau, so hoch, genau. Oder die Nase einziehen, das geht auch, Nase, genau, so, okay. Gut, vielleicht wenn Sie auf die Knie gehen könnten, dann wäre es vom Winkel besser, wenn Sie auf die Knie gehen. Ja. Weil wir haben die Übung auch noch nie gemacht, aber sie ist gut. Ja. Genau. Das hat auch mit Feinmotorik zu tun, also vor allem bei dem, der wo schlagen muss. Genau. So, Sie müssen einfach stillhalten. Ja, schon klar. Genau. Oder Moment, wir machen es vielleicht so. So, genau, so ist gut. Genau. Ja, ist hier jetzt bitte sitzen bleiben, nicht aufstehen. Ja. Und Mund zu. Mund zu wäre wichtig. Okay. Genau. Dann ziehen wir das jetzt durch. Ja. Obacht. Also Sie brauchen nicht meinen, dass wir komplett wahnsinnig sind. Ja. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wir haben einen extra kurzen Schläger. Der ist eigentlich für so kleine Leute gemacht wie Herrn Pusch. Ja. Wenn Sie mal schauen, ich kann ihn damit eigentlich gar nicht am Kopf erwischen. Das ist ganz ausgefuchst von uns. Schauen Sie her. Ich zeige es mal in Zeitlupe. Obacht. Das geht gar nicht. Schauen Sie.
Oha, ja genau. Genau, ich muss halt aufrecht stehen. Genau, Sie müssen hier bleiben. So, Kopf waagrecht, genau. Und schön spitz, ja, und spitz. Ja, genau. Okay. Dann ziehen wir das durch, ja? Ja. Obacht. Eins, zwei und. Senkrecht, senkrecht. Nichts passiert, nichts passiert. Ja. Ja, Entschuldigung. Was denn? Hm? Ja, pass auf, ja, das ist alles schon gut. So, genau. So, genau. War keine Asche drin. Ja? Herr Senkrecht, ja, bitte. Haben Sie schon mal Golf gespielt? Wissen Sie überhaupt, was Sie da tun? Herr Pusch, wir kennen uns jetzt 12 Jahre, warum soll ich auf einmal Golf spielen? Ja? Aber ich habe schon viel anspruchsvollere Sachen gemacht, zum Beispiel Polo, wobei ich war immer nur das Pferd. Was ist jetzt los? Herr Pusch, tun Sie den Ball raus. Tun Sie den Ball raus. Was soll der Scheiß? Raus mit dem Ball. Herr Pusch, dieses Albern. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Wo ist der Ball? Das glaube ich jetzt nicht, Herr Busch. Sehr verehrte Damen und Herren, wir machen doch blind rumführen, einem Grund genommen. Nein, wir haben eine Erwartungshaltung geschaffen, das ziehen wir jetzt auch durch, Herr Pusch. Nein. Einem Partner werden die Augen verbunden. Auf gar keinen Fall, Herr Pusch. Doch. Nein, schauen Sie mal her, ich habe nämlich noch einen, so leicht kommen Sie nicht aus der Nummer raus. Oh, fuck it. Pusch und Senkrecht, Senkrecht und Pusch. Schön, dass ihr da wart. Ihr dürft einfach wieder gehen. Wir schicken die Rechnung. Hast du eigentlich das komplett zusammengehauen jetzt? Können wir, du hast echt hier, und du hast hier nicht unsere Einrichtung zusammengedroschen, aber jetzt, schau mal das an. Schauen Sie mal bitte. Ihr habt echt hier die halbe Bude zusammengehauen. Dann machen wir das runter und genau, dann geht's wieder. Vielen Dank. Toll. Nice.